Spiele, die es zwar auf der Wunschliste bei Steam geschafft haben, aber womöglich nie erscheinen werden oder zumindest nie so erscheinen werden, wie die Entwickler uns das versprochen haben. Simbas soll ein neuartiger, detailreicher Bussimulator sein, der verschiedenste Städte europaweit im Detail wiedergeben soll. Mitunter auch Berlin in den 90er Jahren. Und das Ganze wurde hoch angepriesen, wurde auch mit einem Entwicklertagebuch schön ausgeschmückt. Aber mittlerweile sind diese Entwicklertagebücher restlos verschwunden. Und die letzten News, besonders mit Hilfe der Entwicklertagebücher, liegen auch schon mittlerweile ein ganzes halbes Jahr zurück. Der Taxi-Simulator, einer der ersten Simulatoren rund um Taxis, der den Namen Taxi-Simulator für sich sichern konnte, hatte vor einigen Jahren einen bahnbrechenden Trailer gehabt, der aller GTA-Manier richtig viel Spaß und Frechheit bedeuten sollte. Im Laufe der Zeit, in den letzten 4-5 Jahren, haben die Entwickler versichert, dass man immer noch an diesem Spiel arbeitet, das Ganze sogar auf eine Unreal Engine 5 geupdatet hatte, aber zu dem Zeitpunkt zwischen Trailer und den ersten Entwicklertagebüchern hat man schnell gemerkt, dass man aus diesem wahnwitzigen, spaßigen Simulator weggekommen ist und einen reinen Arcade-Simulator machen wollte, der gar nicht mit dem zu tun hat, was man im Trailer gesehen hat. Und nun, mittlerweile auch ein Dreivierteljahr nach den letzten Entwicklertagebüchern, besonders nach dem letzten Ingame-Materialien, sind auch diese Einträge komplett verschwunden, was mich mutmaßen lässt, dass das Spiel auch so gut es geht verloren scheint. FedEx, der Kuriersimulator, sollte das sein, was ich persönlich immer schon hier ein bisschen vermisst habe, besonders hier auf dem PC, wo es doch so viele Simulatoren gibt, nämlich ein Paketzusteller-Simulator, der auch in der Sparte aber witzig reingehen sollte und auch mit vielen Videomaterialien aufgeblitzt hatte, aber zuletzt kam da leider auch nicht mehr allzu viel. Die Publisher haben sich verändert, es wurden keine Entwicklertagebücher mehr verteilt, diese Entwicklertagebücher, die herausgegeben wurden, wurden dementsprechend auch gecancelt und auch in der Produktbeschreibung hat sich da in dem Bereich auch gar nichts mehr großartig geändert. Das Spiel wurde auch schon Anfang 2020 angekündigt und hatte noch zum Anfang der Entwicklung oft aufgezeigt, wie denn so der Fortschritt der aktuellen Entwicklung ist. Auch ich habe vor knapp einem Jahr davon berichtet und bis dato hat sich gar nichts getan. Weder auf der Steam-Seite noch, dass man überhaupt das Spiel vielleicht mal auf Deutsch beschreibt. Das ist gerade für ein ausländisches Spiel oder für ein globales Spiel so ein Ansatz dafür oder ein Anzeichen dafür, dass es so nach und nach wirklich mal Richtung Release geht, zumindest Richtung Demo-Release. The Ambulance Simulator, darüber habe ich auch schon mal berichtet und gerade bei Playway sind die Spiele ja ganz gerne mal sehr lange auf der Wunschliste, aber währenddessen einige Spiele bei Playway geupdatet werden, mitunter durch neue Entwicklertagebücher, der Beschreibung auf Deutsch, wie gerade eben schon erwähnt, bleibt bei Ambulance Simulator alles so, wie es ist. Wir haben einen Trailer erhalten, wir haben ein paar Gameplay-Materialien bzw. ein paar Screenshots erhalten, aber viel hat sich hier leider auch gar nicht mehr getan, weswegen meine Vermutung auch da liegt, dass das Spiel vielleicht irgendwann rauskommt, aber nicht mehr mit dem Ansatz, in dem sie entwickelt haben, denn im Laufe der Zeit ist das Ganze ja von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5 weiter fortgeschritten und da muss sich natürlich auch der Entwickler dann die Gedanken machen, ob man das jetzt zuletzt entwickelte Spiel nochmal überarbeitet und auf die Unreal Engine 5 emporhebt. Truck World Australia und hier muss ich ehrlich gestehen, ist es ein bisschen schwieriger, denn wir haben jetzt im Zuge dessen schon mal ein, zwei neue Videos rund um den Truck World Australia erhalten, der ja einen LKW-Simulator rund dem Outback von Australien liefern soll und wir hatten schon Anfang letzten Jahres 2023 ja eine Art Demo-Fassung bekommen, nämlich Truck World Driving School, wo wir mit dem LKW samt Auflieger uns ein bisschen herantasten können in dieser wunderschöne Simulation, die auch wirklich gut gemacht ist. Bahnbrechende Grafik, schöne Steuerung mit Lenkrad, aber auch mit Controller und der freien Bedienbarkeit des LKWs, was so ein bisschen an BMG erinnert. Aber irgendwie passiert hier auch nicht allzu viel und mich lässt auch ein bisschen ein Argwohn zurück, denn wenn wir einfach mal auf den Entwickler Hype Trainer digital zurückgreifen, sehen wir, die sind für sehr viele Spiele zuständig, aber auch für sehr viele Spiele, die so ein bisschen in diesen Arcade-Indie-Bereich reingehen, die vielleicht von der Entwicklung ein bisschen
nicht so umfangreich sind, aber dementsprechend vielleicht so ein bisschen das Geld reinbringen. Da ist natürlich, dass die Entwicklung für einen so großen Titel vielleicht ein bisschen nebensächlich und erschwerter und gibt uns vielleicht ein bisschen zu bangen, dass das Ganze noch länger braucht als erwartet oder vielleicht gar nicht so in diesen Ausmaße herauskommen könnte, wie erst versprochen. Der Public Transport Simulator verbindet ja eigentlich ein Transportsimulator mit Straßenbahn und Bussen, aber besonders das Bus- und Straßenbahndepot, das ihr selber aufrechterhalten müsst, renovieren müsst und so gut es geht wirtschaftlich pflegen müsst, ist Haupt- und Angelpunkt des Public Transport Simulator und auch von dem Publisher Playway, der, ihr kriegt es wahrscheinlich so ein bisschen, sehr viele Spiele in Planung hat, steht dieses Spiel schon sehr lange als Möglichkeit auf die Wunschliste bei euren Steam-Account, aber auch da hat sich leider nicht viel getan. Da ist immer sehr schön, wenn irgendwelche Entwickler vielleicht mal ein Tagebuch veröffentlichen. Auch zwar haben wir schon einige Bild- und Videoaufnahmen erhalten, wie das ganze Spiel so ein bisschen ablaufen soll, aber im Laufe dessen, seit über einem Jahr, tut sich da gar nichts. Keine Informationen, kein Entwickler-Tagebuch, kein Hey, Hallöchen, wir arbeiten noch ein bisschen daran und auch wenn man manche Spiele mit einem Discord verbinden kann, kann es meist auch dazu kommen, dass wir eigentlich nur vertröstet werden mit einem Eintrag, der auch schon Monate alt sein kann. Und zu guter Letzt vielleicht doch eher aus traurigen Anlass, dass eigentlich im Jahre 2022 erscheinende Euro Truck Simulator 2 Heart of Russia, der Kartenerweiterung rund um Russland und aufgrund des Anfang Jahres 2022 gestarteten Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine haben die ukrainischen Entwickler SLCS Software sich dazu entschieden, natürlich die Kartenerweiterung zu canceln auf unbestimmte Zeit. Jetzt, da auch schon dieser Krieg jetzt seit 2 Jahren tobt, kann man auch davon ausgehen, selbst bei einem Waffenstillstand, selbst bei einer friedlichen Lösung des Krieges, dass dieses DLC, soweit es geht, erstmal nicht erscheinen wird. Natürlich kann man mit Mods darauf zurückgreifen, aber rein vom Entwickler her wird dieses DLC nicht erscheinen. Gott sei Dank haben wir aber im Laufe dessen noch weitere Erweiterungen bekommen. Es sind schöne Sachen geplant, Griechenland, Kroatien und noch viele, viele andere Strecken. Doch Heart of Russia für den Eurotruck Simulator 2 wird wahrscheinlich nie so richtig erscheinen. Das war's gewesen, Freunde. Ich wollte mir euch mal gemeinsam anschauen, weil ich ja ganz gerne mal so ein bisschen hinblickend auf zukünftige Spiele vorausschaue, welche Spiele vielleicht wirklich kommen und welche vielleicht nicht. Und wir machen uns weiter so ein bisschen schlau. Denkt immer daran, das sind alles nur Mutmaßungen, aber ich versuche mittlerweile mir halt so ein paar Spiele rauszupicken, die mich interessieren, gerade im Bereich Simulatoren. Und ich packe mir ganz gerne auf die Wunschliste und dann schaue ich mal alle paar Wochen, alle paar Monate mal vorbei und wenn sich da nichts tut, das ist schon so ein bisschen problematisch, besonders weil wir ja auf Steam auch Möglichkeit haben, wie mit Events, der auch bald ansteht im Juni, Spielevorschau 2024, da werden die neuesten Demos vorgestellt von Spielen aus der Zukunft und wenn solche Spiele nicht mal mit einer kleinen Demo aufweisen, wird es schon ein bisschen problematisch, wenn wiederum diese Spiele schon geführt seit 4 Jahren auf Steam promoted werden und auf die Wunschliste zu packen sind. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.